Herr Maschmeyer, Sie gehören ja zu den reichsten Deutschen. Ihre Geschichte klingt ja eigentlich wie aus einer amerikanischen Volksstory vom Studenten zum Milliardär. Hätten Sie sich das träumen lassen, als Sie damals Medizinstudent waren? Das war ja überhaupt nicht mein Ziel. Ich habe im Sport gelernt, wenn man viel trainiert, kann man sich verbessern, bessere Ergebnisse erzielen. Und ich wollte Leistung bringen, ich wollte gut sein. Ich wollte meine Trainer nicht enttäuschen, meinen Professor nicht enttäuschen, meine Lehrer nicht enttäuschen. Und als ich dann eine Verkaufskarriere begonnen habe, habe ich dann einfach gemerkt, wenn ich nett zu den Leuten bin, wenn ich viele Beratungen mache, wenn ich sogar am Wochenende mir Zeit für die Kunden nehme, dann wird man erfolgreicher. Und was dann daraus geworden ist, das war nicht abzusehen. Aber ich kann daraus ableiten, wenn man sich kontinuierlich verbessert, dann kann man sehr, sehr viel erreichen und ich hoffe, dass ich da für viele Menschen einen kleinen Impuls geben kann. Sie sind ja nun viel in den USA und kommen auch jetzt just aus den USA. Da wird ja Erfolg als solches sehr zelebriert und die Deutschen sind da eher etwas verhalten. Würde es uns nicht eigentlich auch ganz gut tun, da ein bisschen mehr Freude an den Tag zu legen? Also generell glaube ich, dass Optimismus nie schadet, dass Pessimismus aber ein Gift ist. In der Tat ist es in den USA so, wenn Sie Private Equity Investments machen, die Medien stellen das heraus, was geklappt hat. Wir haben so in Deutschland Magazine, die mit Häme das raussuchen, was nicht geklappt hat. Das hilft natürlich keinem. Im Gegenteil, manche Family Offices sagen, ich mache kein Investment, nachher geht das schief, dann stellen die mich da als Trottel dar. Ich glaube, dass Optimismus, das positives Denken sehr, sehr viel bewegt. Und wenn wir über Erfolgsgeschichten berichten, dann inspiriert das Leute. Sie können daraus lernen und aus destruktiver Berichterstattung überhaupt nicht. Die einfachste Messung von Erfolg ist ja immer noch Geld, also der Kontostand. Und eigentlich hätte ja eigentlich gerne jeder einen hohen solchen. Warum leben aber trotzdem die meisten, zumindest hier, an ihrem finanziellen Limit? Ich habe mich ja mit dieser Frage intensiv beschäftigt, auch in meinem neuen Buch, Die Millionärsformel, wo ich genau darauf eingehe, dass finanzielle Sicherheit im Kopf beginnt. Das entsteht durch die Gedanken. Und ich sage immer, dass Fortbildung die Grundlage für Finanzbildung ist. Und viel zu wenig Menschen beschäftigen sich damit, wie kann ich mehr Einnahmen erzielen. Es geht ja nicht immer nur um Kosten reduzieren. Wie kann ich nebenbei was verdienen? Wie kann ich Karriere machen? Wie kann ich mich selbstständig machen? Deswegen gehe ich ausführlich darauf ein, wie man seine Einnahmen verbessern kann. Das ist ja das Reichwerdepotenzial, wenn ich über genug Einnahmen führe. Und auf der anderen Seite kann ich mich um die Kosten kümmern. Ich gehe ja mit einem Sparlexikon ganz ausführlich darauf ein, wie viel weniger ich ausgeben kann, ohne mir weniger zu kaufen. Und diese Differenz, das ist das Reichwerdepotenzial. Sie haben ja gerade Ihr neues Buch angesprochen, die Millionärsformel. Und darin haben Sie beschrieben, wie auch der Normalbürger sich ein großes Vermögen aufbauen kann. Und es klingt eigentlich auch so in dem Buch, als müsse man sein Leben gar nicht groß umkrempeln. Also wie funktioniert es denn tatsächlich? Die Millionärsformel ist auch eine Lebensformel. Und ich gehe sehr auf das Mentale ein und nicht nur auf das Finanztechnische. Wer sein Finanzverhalten verändert, ändert auch sein Lebensverhalten. Zum Sparen, zu Einnahmen erzielen gehört Mut, Ausdauer, Konsequenz. Und wenn man das an den Tag legt, kann man tatsächlich sein Leben verändern. Und dann reduziert man eben seine Kosten, dann investiert man mutig, aber mit genug Ausdauer. Aktien sparen habe ich ja ausführlich beschrieben. Wenn man das lange genug macht, die Zeiträume klug wählt und die richtige Methode anwendet, hat man keinen Verlust, noch nie nach 15 Jahren Verlust gehabt. Und mit solchen Ratschlägen hoffe ich, vielen Lesern zu helfen. Man sagt ja, Geld an sich macht nicht glücklich, lässt einen aber besser schlafen. Würden Sie das auch so sagen? Natürlich alleine macht das nicht glücklich. Ich sage immer, Frieden, Gesundheit, Liebe kann man sich nicht kaufen. Aber wer den ganzen Tag finanzielle Sorgen hat, der ist bestimmt auch nicht glücklich. Es gibt sogar Studien, dass man länger lebt, wenn man in besseren Finanzen, geordneten Finanzen lebt. Und ich möchte eben vielen Menschen helfen, dass sie leichter ans Ziel kommen, dass sie sich sicherer fühlen, dass sie sich einfach finanziell verbessern. Beim Thema finanzielle Verbesserung denken ja viele daran, ein eigenes Unternehmen zu gründen, auch wenn sie vielleicht teilweise Angst davor haben, so wie Sie es damals gemacht haben, Ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Und mit Ihrem heutigen Unternehmen investieren Sie ja auch in junge Firmen. Wie gefällt Ihnen denn da die Gründerkultur in Deutschland? Also zum einen ist es fantastisch, wie viele junge Menschen sich begeistert auf den Weg machen. Wir haben tolle Innovationen in Deutschland, tolle Erfindungen. Es ist auch eine sehr gute Kultur. Wir haben die Inkubatoren, wir haben diese Unicamps. Es gibt sehr, sehr viele staatliche Unterstützung, also sehr, sehr prima.
Und wir haben viele, viele Hidden Champions in Deutschland, ja, sind Weltmarktführer, was das angeht. Und wir haben hier fast mehr Erfindungen als in den USA. Die sind dann etwas professioneller, geben mehr Geld rein, um Full Power, also quasi über Werbekraft, über Marketing Power nach vorne zu kommen. Das können wir verbessern. Wir haben allerdings auch zu wenig Frauen. Es ist sehr schade, dass immer noch, also früher sagte man so, die Finanzbranche ist eine Männerbranche. Ja, aber ich habe das Gefühl, Startup, das darf jetzt nicht auch eine Männerdomäne bleiben. Ich würde mich freuen, wenn mehr Frauen aktiv werden und wenn wir auch noch positiver damit umgehen würden, wenn man mal einen Rückschlag hat. Ja, das kann passieren, das gehört dazu. Mal ganz kurz aus dem Nähkästchen gefragt, sind die deutschen Gründer denn gut vorbereitet? Meines Erachtens fast immer ja. Es gibt natürlich ein paar, die gründen nur etwas, um etwas zu gründen. Die haben gar keine richtige Idee, das ist unausgereift. Wir sagen, denkt nochmal nach. Sie sind insofern gut vorbereitet, aber in der Execution, nach der Innovation, fehlt es manchmal noch. Oft nehmen sie den besten Kumpel dazu und machen nicht so richtig sich Gedanken, welche Stärken habe ich, welche Stärken müsste die oder der Kollege haben. Holen zu spät erfahrene Leute rein, unterschätzen regelmäßig das Thema Vertrieb und denken, wenn sie mal eine Innovation haben, das reicht jetzt. Diesen Innovationsvorsprung, den muss man ausbauen, mindestens halten. Die anderen schlafen nicht, die kommen von der Seite, die kommen von hinten. Also wenn man erstmal die Idee hat, kann ich nur sagen, laufen Sie so schnell wie möglich, dass Sie keiner einholt. Bei der Sendung Höhle der Löwen kann man sie ja jetzt im TV sehen. Ist Ihre erste Fernsehsendung. Was hat Ihre Frau Veronika Ferres gesagt, als Sie das Angebot bekommen haben? Also wir kennen natürlich die Serie schon sehr lange. Wir gucken das, wenn es geht, mit der ganzen Familie. Und ich kann nur jedem jungen Menschen sagen, guckt die Sendung. Denn in der Sendung lernt man ja auch, wie man kommuniziert, wie man präsentiert, wie man eine Idee vorstellt. Das hilft einem im Jobinterview, das hilft im Gehaltsgespräch, im Verhandeln. Also jemand, der gut erzählen, gut erklären kann, seine Idee rübergeben kann, ist immer im Leben erfolgreicher. Und das allein lohnt sich schon beim Zugucken. Und dann wird man auch natürlich ganz tolle, ganz lustige und sehr innovative Startups sehen. Maschmeyer, viel Erfolg weiterhin bei Ihren Projekten und vielen Dank für das Gespräch. Gerne.